Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und das ist die Vorfolge zu einer Spezialfolge, denn es ist 749. Ja, was bedeutet das für uns? Eigentlich gar nichts, außer dass ich am Ende dran denken muss, dass ich in die Nähe gehe von dieser Special-Folge, also zu wir machen ja die diplomatische Immunität, meine Lieblingsquest. Und tatsächlich, dieser Mann ist ja der erste, den ich vollständig auf Skyrim spiele. Heißt also, das ist der erste One, wo ich auf Skyrim diese Quest mache. Das ist ja außergewöhnlich. Ja. Wie kam ich denn nochmal zur Diebesgilde? Da. Ja. Eigentlich nur, dass ich am Ende da halt im Flusswald landen will. Special Folge, ja, ich weiß auch nicht, Special Folge mache ich ja mit der Hauptquests, ne? Leute, das ist wirklich so einmal alle 52 Folgen gehe ich in eine Hauptquest rein, ne? Mag wenig erscheinen, aber wir machen halt so viel in diesem Let's Play und das hier ist so riesig, dieses Let's Play. Dass das ja eigentlich echt nicht wenig ist. Ich könnte auch sagen, ich mache die ganze Hauptquest direkt am Anfang, aber der Typ bin ich nicht. Hauptquest immer als letztes. Hallo. Kann ich die hier nicht? Beschwören? Also, nee, nicht beschwören. Wie heißt denn das? Ich komme nicht auf den Griff. Beschwören, wie heißt denn das, was ich meine? Segnen. So, hieß das Wort. Unsere Aufgabe ist es ja, den Segen Maras zu verbreiten. Und die gehören ja eigentlich auch noch hierzu. Moment. Oh, das war dumm. Ziemlich sogar. Und sorgt nur für längere Ladezeiten. Wow. Hab ich ja klug gemacht. Und noch einmal. Nein. Okay. Aber einen konnte ich hier segnen. Das ist doch schon mal was. Dietrischer Boden der Verdammung, Heilige. Hier soll mir jemand gut im Bogen schießen, ne? Das ging nicht, naja.
oder geht das jetzt wieder? Ne. Hi. Hier. Passt. was sag ich da jetzt? Sind nicht schlechte Dinger bei. Aber eigentlich die Krönung von allem, oder? Hat der Tränke? Der ewigen Magiker, ja. Ja. Kann man gebrauchen. Okay. So viel Halle habe ich nicht mit zum Segnen. Zwei, glaube ich, ne? Nee, es liegt einfach daran, Delvin, ich habe schon alles für euch gemacht. Der Rest ist repetitiv und so viel Geld braucht ihr gar nicht, oder? Es ist doch immer eine begrenzte Menge Geld notwendig, die nur jeder Mensch braucht. Mehr ist nicht notwendig. Ich gehe bewusst hier durch, vielleicht ist ja irgendjemand, den man irgendwie ja segnen kann zufällig. Aber ich glaube tatsächlich nicht, so wie es aussieht, das sieht mir einfach alles hier verlassen aus. Das sieht alles sehr, sehr, sehr verlassen aus. Ich glaube, seit ich hier auch mal durchgefegt bin, ist ja auch schon lange keiner mehr gewesen. Ach, ja. War halt effektiv, ne? Hier ist auch keiner mehr. Doch! Ja. Könnte ich bitte durchsehen, Mann? Danke. Jade. Ich würde einfach anders gehen. Ne, Dagrilon. Okay, anscheinend ist das wirklich zurückgesetzt, aber da. Dagrilon ist, kenne ich noch. Er war auch einer der geilsten Begleiter, die ich hatte. Doch, ich habe anscheinend alles zurückgesetzt bekommen, aber das ist nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn die Hauptquests zurückgesetzt wären. Jetzt weiß ich nicht, wie ich hier rauskomme. Nee, das war falsch. Das muss auch falsch sein. Das ist auch falsch. Nee, da geht's gar nicht lang.
Hallo, lasst mich durch! Nee. Ist doch nix. Ja. Okay, muss ich vielleicht auf ein Schloss knacken? Ich speichere mal einfach lieber. Es geht einfach nicht weiter, okay. Aus dem Weg! Okay. Hier geht's in die Red Whale Walls. Damit auch wieder zurück. Gut. Ich weiß den Weg einfach nicht mehr. Es tut mir leid, ich habe ihn einfach vergessen. Besser. Straßen ist auch nett, aber ich glaube, das ist keine Straße. Einfach den Weg. Passt auch. Ich bin rich, das wisst ihr doch. Das ist falsch. Hilfe, wie komme ich hier raus? Diese ganzen Fallen wieder, ne? Warum? Sie wäre aktiv. Und wieso komme ich hier nicht raus? Was ist denn das? Wie komme ich nicht mehr dahin zurück, wo ich herkam? Bin ich im Kreis gelaufen? Tatsache. Der Wagged Flagon ist ja schon richtig, aber. Nicht genau das, wo ich hin will. Sag mal. Was ist das denn? Schon mal das dann.
Weiß ich den Weg einfach, vielleicht. Irgendwie bin ich gerade zu blöd. Was mache ich denn falsch? So. Irgendwas mache ich anscheinend grundlegend falsch. Okay. Die kann ich alle irgendwie nicht segnen. Ja. Nö. Jetzt brauche ich wirklich nur noch eine fucking Person. Einen einzigen? Kriegen wir aber noch hin. Kriegen wir auch noch hin. Da muss doch irgendwo noch einer sein, der noch nicht seinen rechten Weg weiß, vielleicht. Irgendwo. Aber es gibt doch schwierigere Aufgaben, oder? Das kann ich nicht. Jetzt ist eine Wache. Ach, das ist Himmelsrand. Hier. Ja. Ich habe zwar manche jetzt doppelt, aber gut. Ich habe alle Schreiben verteilt. Ich habe gerade wirklich einen Zaubertrank der ewigen Heilung bekommen. Den nehme ich. Gut. Okay. Und dann würde ich sagen, ja, die eine Quest haben wir ja. Ab nach Flusswald. Meine Güte. Und dort geht's dann gleich los. Für die diplomatische Immunität. Ach, ich freue mich schon wieder auf so eine Folge. Die letzte, was war ja kurz vor Enderal, ne? Glaube ich. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo das mit Enderal angefangen hat. Ich muss mal gerade kurz gucken. Interessiert mich jetzt gerade mal. Ich habe aber gerade einen Aufnahmezettel hier. Path of Exile. Sims 4, nein. Borderlands, Super Mario, Sims, Skyrim da. Und der früheste Eintrag ist 538. Das klingt aber noch wie Skyrim. Aufenthalt in Einsamkeit. Septimus Signus ist aus Skyrim. Enderal 581. Okay. 140 Folgen ist das ja etwa. Wow, dass ich mit Enderal angefangen habe. Krass. Das ist krass.
Und dann kam so viel. So viel einfach. So viel dazwischen, ne? Große Eiersuche, wo ist Müll war. Ich lese den ganzen Folgentitel gerade mal so vor. Reichtum in Ark, da weiß ich noch, was ich dann gemacht habe. Diebestum in Ark, uiuiui, stimmt, ich erinnere mich. Nebelheim war dieser Quest. Der Troll, ach Gott, das war auch schlimm, das Ding war so schwer. Schlüssel zum Tor, weiß ich jetzt gerade gar nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Der Mechanist, oh mein Gott, im Herz der Agnot, das war dieses Schiff. Oh, der wohl schwerste Quest, wie man sagte. Deus Ex Machina, das waren so, ging dann zu Ende. Krieg auf Enderal, da wurde es dann wirklich zum Ende. Eieieiei. Halbmondinsel, da war ja auch noch die Hohen. Das war auf dieser Insel. In der Nähe von Nerium. Mhm. Oh mein Gott. Und ja, selbst der Zettel, den ich jetzt gerade nutze, ist das die früheste Folge, ist dann 691. Also, auch knapp 50 Folgen her. Das Leuchtfeuer in Ark. Das ist alles Ende gewesen, ne? Da, puh. Ein spezialgelagertes Sonderfall. Silberein. Schloss Dalgar. Puh. Jetzt bei der Drogensüchtige. Eieiei, stimmt, da kam ja auch was. Sterningstadt, das war schön. Reue des Schlechtes von Ark, das war eine Geschichte, sowieso passiert hier jetzt gerade nichts. Ich muss mal gerade das Spiel neu starten, so mittendrin. 741 zurück in Himmelsrand. Ich fühle mich jetzt schon wieder wohl. Ich fühle mich jetzt schon wieder wohl. Wieso bin ich so still, weil gerade nichts passiert? Außer Ladebalken. Okay. Probieren wir es noch einmal. Was ist das eigentlich? Riverwood Keep. Ach, das ist die Mod. Die Riverwood Keep. Ich dachte mir schon, wieso ist denn da ein Haus? Aber ich habe es nicht erkannt, also nicht entdeckt. Ist in der Nähe, das kann ja nicht sein. Ja, fast so, als hätte ich das Hütsturzüge-Grab nicht erkannt. Ey, das ist in jedem, du siehst es wirklich in jedem Skyrim-Let's Play. Es ist entweder in Folge 3, 4 oder 5 Ölsturzüge gehabt. Heißt meistens so die Folge. Wie bei mir. Ja. Wieso ist dieser Ladebalken eigentlich? Also, wieso passiert da nicht? Kann man es irgendwie jemand verraten so? Okay, ich mache einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, der Special-Folge. In Flusswald dann schon. Macht's gut, viel Spaß und ich freue mich. Tschüss.